Magenta 1 für die Großen, aber eben auch die ganz Kleinen. Sicherheit im Netz, völlige Kostenkontrolle und die Elternflat. Das ist mehr Familie. Jeder fängt ja mal klein an, aber die Ansprüche wachsen natürlich ganz schnell. Völlige Kostenkontrolle, keine Vertragsbindung. Die Telekom hat wirklich ein richtig gutes Familienpaket geschnürt, oder? Ja, das ist richtig. Für eine geringe Grundgebühr kann das Kind kostenlos ins Telekom-Netz telefonieren und SMS schreiben. Und wenn die Eltern der Meinung sind, dass die Kinder bereit sind, das Internet zu nutzen, können sie verschiedene Highspeed-Datenpakete hinzubuchen. Einmal 100 MB oder auch 500 MB. Jeden Monat ist es ganz flexibel und es kann das gewählt werden, was für den Monat auch gerade passt. Nichts ist für Eltern wichtiger als die Sicherheit ihrer Kinder. Gerade wenn die Kids alleine unterwegs sind. Mit der Elternflat können die Kinder jederzeit jemanden erreichen. Wir sorgen dafür, dass die Kinder, auch wenn die kein Guthaben auf der Karte haben, immer eine frei wählbare Festnetznummer erreichen können. Auch wenn das Guthaben fehlt, sind die Kinder in der Lage, zu Hause mit einem sicheren Gefühl anzurufen. Wann sind die Kinder im Netz? Was schauen sie sich an? Und vor allem, auf welchen Seiten sind sie eigentlich unterwegs? Mit der neuen Kinderschutzsoftware der Telekom können die Eltern bestimmen, welche Seiten freigeschaltet werden, welche nicht. Sie können Benutzerprofile anlegen und vor allem, man kann das Handy auch mal offline stellen. Ja, das ist super einfach. Die Eltern können einfach mit ihrem Smartphone, einem Tablet, wie zum Beispiel dem neuen Telekom Puls, sehr einfach per App entscheiden, wann dürfen die Kinder online gehen und wann nicht. Das gleiche gilt auch für die neuen Profile. Wir haben Profile für 5- bis 7-Jährige, 7- bis 9-Jährige und so weiter. Sie können ganz einfach bestimmen, welche Inhalte dürfen ihre Kinder nutzen und nicht. Sie bestimmen, was ist angemessen nach ihrer Erziehung. Gut, mit dem Alarm zu Hause müssen Sie natürlich selber klarkommen, wenn Sie das Handy offline schalten und sei es nur für 2 Minuten.